Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Belgien von Victoria 3, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir arbeiten an den Proportionalsteuern und befinden uns im Krieg mit den Briten. Wobei ich befürchte, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann. Aber ich bin einfach nur aus Treue zu meinem Bündnispartner Portugal diesen Krieg gejoint. Ich habe den Eindruck, dass Österreich nicht so gut performt in dieser Situation. Aber wir bleiben in diesem Krieg. Aber eine Sache kann ich machen. Ich kann die Armeen von diesem Nutzlos-General hier mal zu einer Billo-Truppe machen. Ich reduziere alles, was sie haben, weil ich kann die nicht einsetzen. Die sind auf Bereitschaft im Kongo und ich kann nichts mit ihnen machen. Obwohl ich übrigens jetzt schon, also das war jetzt bei mir einen Tag nach Release, als ich das hier aufgenommen habe. Ja, also obwohl ich nicht weiß, warum der Typ nicht zur Verfügung steht seit Stunden Spielzeit. Es ist für mich ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. So. Wir arbeiten hier gerade eben noch dabei, die Regierungsverwaltung noch weiter durchzubringen. Wir haben inaktive Handelsrouten von Öl aus dem britischen Markt. Braucht einen nicht wundern. Gibt es neue Ölimportmöglichkeiten, frage ich mich da gerade. Ich muss gerade eben nur das Öl in der Liste da unten finden. Aus dem französischen Markt gibt es ein. Aber ganz im Ernst, ein ist besser als kein. Und deswegen holen wir uns das. So, ansonsten haben wir niedriger Marktzugriff in Südkamerun. Oh, da muss ich was tun. Dann muss ich hier... Okay, nee, das liegt nicht daran, dass die Infrastruktur nicht da ist. Das liegt am Krieg. Ja, hier, wir werden konvoi-raided. Wir werden gekonvoi-raided. Das ist ungünstig. Da müssen wir zurück. Ich bin da ehrlich gesagt überlegen, ob ich das überhaupt hier bauen soll. Ich glaube, ich mache das nicht. Ich baue die alle hier. Denn wir brauchen eine Menge Strom, Leute. Und ich möchte die Stromproduktion jetzt hierhin verlagern. Ich werde das andere Ding auch dann nochmal abreißen. Nur so viel. Das ist jetzt hier so der Plan, ne? So, gleich haben wir hier wieder ein Proportionalsteuer-Event. Da ist es, da ist es, da ist es. Eine Randgruppe einer Bewegung Kopfsteuern bewahren hat erstaunliche Rückhalt gewonnen. Sie will eine Abschaffung sämtlicher Steuern, da diese angeblich staatlichen Diebstahl darstellen. Oh. Wow, okay. Das ist ja quasi vorbei. Also wir probieren es jetzt noch einmal durchlaufen zu lassen, aber ich habe das Gefühl, also gegen... Nee, das können wir vergessen. Man kann eigentlich gegen solche Bewegungen kaum anarbeiten. Wir geben dieses Gesetz auf. Obwohl ich es dringend gebraucht hätte. Der Staat hätte es dringend gebrauchen können. Wer ist denn hier dagegen? Die Grundbesitzer. Gewählte Verwaltung, Berufsarmee, kein Amt für Inneres. Eine Geheimpolizei. Protestbewegungsradikalität. Wer ist dagegen? Die Intellektuellen. Ja, ich will aber auch nicht, dass die jetzt hier sauer werden. Die sind auch mit in der Regierung. Die Kinderarbeit. Ich kann sie halt nicht einmal sinnvoll einschränken, ne? Es gibt einfach keine Bewegung, die das will. Vor allem die Industriellen sind hart dagegen. Und die sind halt... mächtig. Sie sind wirklich mächtig, die Industriellen. Protektionismus. Mehr Import- und Exportzölle. Komm, wir probieren das mal. Wir gehen jetzt mal auf Protektionismus. Den Freihandel kriege ich eh nicht hin. Es gibt einfach keinen in der Regierung, der den Freihandel will. Aber ich kann jetzt mal auf den Protektionismus machen und dann können wir vielleicht dann doch noch irgendwie umgekehrt dahin kommen. So, die Gefechte hier.
Die gewinnen wir, weil die Briten hier keine Truppen haben. Hier sind die Portugiesen auch ganz stark am Start. Ich glaube sogar tatsächlich, dass ich die Geschwindigkeit erhöhen kann. Die Seeanlandung hat irgendwie nie stattgefunden. Wahrscheinlich sind wir nicht durchgekommen. Die Anzahl an Verletzten in unseren Gebäuden von Typ Stahlwerke hat aufgrund zunehmender Mechanisierung in letzter Zeit zugenommen. Die Interessensgruppenzustimmung. Ja, ich kann... Ich kann diesen minus 50% Durchsatz nicht akzeptieren. Das ist das Problem. Der macht uns fertig. So, bitteschön mehr Strom. Wir brauchen viel mehr Strom. Und jetzt machen wir noch mehr Kohle. Ich weiß, die Kohle, die haben, machen wir allerdings in unserer Kolonie. So, jetzt werden noch mehr Kraftwerke gebaut. Das ist ja mal ein schöner Einbruch, den wir haben. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's wieder so einigermaßen. Ich muss... Die Proportionalsteuern wären halt so wichtig, wenn die klappen würden. Wir würden halt so... So viel mehr Geld bekommen, weil die Reichen härter besteuert werden würden. Und es wäre halt auch sozial fairer. So, kann ich inzwischen eine andere Nation wie Benin dazu bewegen, einem Markt beizutreten? Nein. Das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Ich müsste mal gucken, was die Brasilianer so produzieren. Aber wird schwierig, bei denen einzukaufen, sage ich jetzt mal. Der Krieg läuft mehr als durchwachsen. Oh, Jemine. Oh Gott, die Österreicher verheizen so viele Leute. Es ist schlimm. Ja, wie gesagt, ja, wir sind jetzt komplett zu Hause. Ja, wir halten uns jetzt raus. Ich werde jetzt hier keinen Frieden, sage ich jetzt mal, also keine Kapitulation machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das zu einer Verwerfung zwischen mir und den Portugiesen führt. Das möchte ich vermeiden. Aber wir behalten es auf jeden Fall als uns als Option bei. Falls wir invadiert werden hier und den Briten nicht aufhalten können. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was sich Portugal bei der Aktion gedacht hat. Das ist ja schon eine interessante Fehleinschätzung der militärischen Macht, die da Großbritannien angeht und unsere eigenen. Freiheit des Handelns. Ja, Freihandel werde ich nicht abschließen können. Ne? Es gibt einfach niemanden in meiner Regierung, der das will. Aber es ist egal. Das mit dem Gummi werden wir auch nicht schaffen. Wir haben einfach keine Abnehmer für Gummi. Wir haben keine. Und das ist ein Problem. Das ist ein enormes Problem. Wow, wie viele Kulturen wir hier haben. Na gut. So, hier ist wieder was gebaut worden. Nee, ist es nicht. Irgendwas anderes ist hier gerade eben aufgeplöppt. Ja, wir haben jetzt halt Knappheit, was Strom angeht, ne? Wir arbeiten daran, das Problem zu lösen. Mit Nachdruck. Es ist krass, wie viel Strom fehlt auf diesem Markt. Das erhöht jetzt wieder die Kosten für die Motoren. Das heißt, ich muss wiederum die Motorenwerke ausbauen. Die kann ich gleich um 2 Stufen ausbauen, weil es fehlen halt gleich eine ganze Menge. Und es gibt wieder ein Event. Die laufende Bemühungen des Gesetzes Protektionismus besiegen haben eine Partei belgische Arbeiter auf die Idee gebracht, sodass sie die vollmundige Unterstützung des Gesetzes als zentralen Punkt in ihr Wahlprogramm verankern. Oh geil. Mehr Erlassungschance. Yeah, wir sind wieder bei 31%. Es wäre halt mega geil, wenn das jetzt hinhauen würde. Es wäre mega geil, wenn das jetzt hinhauen würde.
Wir hätten eine 31%ige Chance, dass es jetzt klappt. Ich glaube nicht daran, aber ich habe es schon erlebt. Nein, haben wir nicht bekommen. Aber dafür bekamen wir eine rumänische Bevölkerungseinwanderung in Gabun gemeldet. Tja, okay, also es ist sogar nochmal um 10% runtergegangen. Wild. Einfach nur wild. Okay, hier ist jetzt gleich der nächste durch. Dann macht mal mehr Strom. Es fehlt noch immer so viel. Jede Fabrik, die wir machen, produziert nochmal 50 mehr. Und verbrauchen noch mehr Motoren. Was war das? Ach, hier ist nochmal eine Front. Gott, wie viele sind denn da? Aber so wie es aussieht, sind die Briten nicht wirklich da. Ne, sie wollten bloß Truppen hinschicken, aber es ist schon zu spät. Ja, aber Österreich wird gleich aufgeben. Oh, und da haben wir die Wahl. Die belgische Arbeiterpartei ist ganz vorne, als nächstes kommt die Liberale. Ja, die alte Regierung ist die neue Regierung, oder? Ich guck grad bloß, ne, ob sich dadurch irgendwas verändern ließe. Ne. Die alte Regierung ist die neue. Sie bleibt dabei, dieses Gesetz verabschieden zu wollen. Wir arbeiten hart daran, eine fairere Besteuerung hinzubekommen. Oh. Kraftwerke ausbauen haben wir in diesem Moment abgeschlossen. Geil. Die jüngste Erweiterung unserer Gebäudekraftwerke in Flandern hat den Glauben an eine Zukunft geweckt, in der jeder in Belgien Strom hat. Unbegrenzte Energie, mehr Kraftwerkdurchsatz. Oh, das könnte uns jetzt gerade eben sehr hilfreich sein. Es muss noch eine andere Möglichkeit der Stromerzeugung geben. Dann gibt es die Dampfturbinentechnologie, einen Bonus. Oder für die Schichtarbeit könnten wir uns einen Bonus holen. Ich muss das gerade eben nochmal reduzieren. Also Dampfturbinen. Wo sind die denn? Da unten. Boah, ist aber 5 Jahre voraus. Und Schichtarbeit, das müsste bei der Gesellschaft sein. Nee, ist doch bei Produktion. Nehme ich an. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo das ist. Da. Aber da brauche ich keinen Bonus für. Nee, wir holen uns den Durchsatz in diesem Falle. Ausnahmsweise mal nehmen wir den Durchsatz. Ich weiß noch nicht, wie die das machen, aber jetzt produzieren wir dadurch mehr Strom. Und das reduziert den Preis dann doch beträchtlich. Österreich hat kapituliert. Ja, dann wird es wohl nicht mehr so lang dauern. Kann ich dazu nur sagen. So, eine Fabrik kommt noch. So, welche Sachen bauen wir gerade eben noch? Jetzt machen wir die Motorenwerke. Okay, gut. Weil das ist jetzt sehr, sehr dringend. Ne? Hier fehlt es an einigen Motoren. Okay, wir brauchen definitiv nochmal 2 mehr Elektrizität. Und da ist der Friedensvertrag. Portugiesische Kriegsreparation. Tja, das tut mir sehr leid für die Portugiesen. Aber ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich habe mich sowieso gewundert, was die Portugiesen sich dabei gedacht haben. Das wundert mich sehr. Kunststoffwerke. Kunstseide. Kunststoffwerke produzieren Färbemittel. Aus Dünger und Schwefel. Das ist interessant.
Ich hatte aber gehofft, dass sie wirklich Kunststoff produzieren. Naja, was soll's. Im Grunde, ja, aber damit hat's ja auch angefangen. Die Polymerisation ist wahrscheinlich noch nicht so weit. Was sagen eigentlich unsere Nahrungsmittelproduzenten? Dass Nahrung teuer wie nochmal was ist. Also insgesamt, ne, Getreide, Fisch und Zucker sind teuer auf unserem Markt. Die Grundnahrungsmittel, das muss ich eigentlich verhindern, dass das so bleibt. Ich baue jetzt deswegen hier meine Felder aus. Wir haben aber auch, warte mal, wie groß ist der Malus? Er ist gewaltig. Ich will diesen Malus jetzt hier mal hart bekämpfen. Ich meine, es gibt ja noch sehr viele Leute, die hier noch in Lohn und Brot gehen können. Deswegen machen wir das jetzt hier mal. Und bei der Fischerei können wir das auch machen. Also wir machen jetzt hier in diesem Gebiet hier, dass wir gerade eben auch noch kernen, also inkorporieren, machen wir jetzt hier wieder mal so eine richtig schöne wirtschaftliche Charmoffensive. Genau, jetzt werden hier schon mal die erste Hirsefelder jetzt hier gebaut. Ich möchte die Kosten senken und jetzt insgesamt mehr Nahrungsmittel zur Verfügung stellen. Oh, Protektionismus ist gleich wieder ein Event durch. Bitte funktioniere. 22,7%. Okay. Hä? Oppositionsmitglieder bringen Forderungen hervor. Pragmatischere Mitglieder einer Interessensgruppe Industrielle, die die Verabschiedung eines Gesetzes Protektionismus derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letztere wären allerdings bei einer anderen Interessengruppe Gewerkschaft nicht gerade beliebt. Eine erhöhte Erlassungschance wäre schon geil. Ja, aber das kann ich mir leisten. Minus 13. Ich bekomme immer noch den plus 10 Bonus. So. Weil so bekomme ich nämlich jetzt hier die Industriellen wieder hoch. Und dann kann ich später vielleicht dieses Gesetz doch noch erlassen. Guck mal, die Streitkräfte haben hier richtig krass Zulauf bei uns. Da sind richtig Leute drin. Der Wert unserer Zollunion ist zu schwach. Oh. Okay, es könnte sein, dass sich hier ein bisschen was ändert. Geil. Es besteht die Möglichkeit, dass wir hier Brasilien reinkriegen. Und da ist der Pan-Nationalismus. Mehr Autorität. Den braucht man übrigens, wenn man Deutschland vereinigen will. Zumindest als Württemberg. Als Preußen weiß ich nicht, ob man es braucht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon längst. Sieht man, wenn man im Journal dann nachliest und so weiter und so fort. Oh. Der Eiffelturm. Den können also auch wir bauen. Bausektor, ja, das kann ich nicht machen, das wird zu teuer. Okay, Panzerschiffe gäbe es hier, Dampfschiffe, Schwimmhäfen, interessiert mich nicht, Militärstatistiken, Kriegspropaganda, das sind alles Dinge, wo ich sage, nett muss man aber nicht. Ich bleibe bei den Produktionsmethoden, elektrische Tuchfabriken, automatische Webmaschinen, Dampfturbinen, Kohlekraftwerke. 5 Jahre, ist alles noch ein bisschen weit. Tuchfabriken, Fahrradkuriere. Tuchfabriken. Vulkanisierung, das klingt interessant. Die Vulkanisierung wäre eine wichtige Technik. Plastik, ach, jetzt kommt ja doch noch Plastik. Haushaltsplastik. Nee, warte mal, wir holen uns jetzt die Pferdekopfpumpen. Das bringt dann noch mehr Durchsatz. Beziehungsweise noch mehr Effizienz auf unseren Feldern. Es gibt schon wieder einen Konflikt. Sag mal, Portugal, bist du wahnsinnig? Du siehst es einfach nicht ein, oder? Gegen wen geht's denn dieses Mal, um Himmels Willen? Okay. Ja, geil. Das ist, bedenklich. Was Portugal hier treibt.
Oh! Ist Spanien dadurch jetzt aus unserem Markt geflogen? Nee. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich das Bündnis brechen soll. So, ich mach da nicht mit. Ich verbessere zwar meine Beziehung mit ihnen, aber ich mach da nicht mit. Okay, ich kann da jetzt irgendwie nicht raus. Das ist interessant. Warum kann ich da jetzt nicht raus? Weil ich habe nämlich erlebt, dass die KI das mit mir mal gemacht hat. Ich habe das erlebt, Freunde. Tja. Jetzt hoffe ich einfach mal. Ach, weil das Spanien mit... Jetzt hoffe ich einfach mal, dass Portugal schlau genug ist. Und noch nachgibt. Aber ich befürchte, sie werden nicht nachgeben. Die sind jetzt verunsichert. Tja, wäre ich auch an ihrer Stelle. Gegen Spanien. Da kann ich auch nicht mithalten, militärisch. Ihr komischen Portugiesen, ey. Also, was ihr da für eine Politik habt, das ist äußerst verwunderlich. Ach, jetzt machen wir Minus. Ja, okay, das liegt daran, dass das jetzt so teuer ist. Ich muss also noch mehr... Aber ich kann nicht noch mehr. Kohle ist zu teuer. Die Kohle ist schon wieder zu teuer. Muss mehr Kohle produzieren. Muss deutlich mehr Kohle produzieren. Mir fehlen halt 1000. Okay, jetzt sind es nur noch 500. Ja, muss ich dann doch nicht mehr so viel machen. Aber 6 müssen schon sein. So, die Nahrungsmittel werden jetzt günstiger. Oh, haben sie nachgegeben? Boah, ist das gut. Wir haben nachgegeben. Das hätte mich nämlich ansonsten jetzt hier sehr schwer belastet. Frankreich gegen maranischer Militäraufstand. Ja, interessiert mich nicht wirklich. Gleich haben wir den Protektionismus am Durchlaufen. Beziehungen zur Zollunion, ja, sind immer noch nicht ausreichend. Die sind nicht ausreichend. Marokko! Könnte ich auch nochmal versuchen zu bezirzen. Oh Gott, wir haben jetzt hier 1.000. Ich versuche natürlich die Beziehungen hier aufrecht zu erhalten zu bestimmten Staaten. Ich mache jetzt auch hier Beziehungen zu Italien. Die haben eine Grenze, nämlich hier in Marokko. Vielleicht kriege ich Marokko rein in unser Dingenskirchens. Und die USA versuche ich auch nochmal zu bezirzen. Hm. Ich glaube, ich zeige jetzt Größe. Ich zeige jetzt einfach Größe. Ganz frech. Und habe jetzt einfach die Rivalität beendet. So. Oh, wir haben den Protektionismus. Na also, okay. Protektionismus ist ja eine beschlossene Sache. Jetzt können wir noch einmal über... das Gesetz Proportionalsteuern diskutieren. Probieren wir es einfach nochmal. Okay. Sag mal. Portugal. Du bist doch einfach ein Vogel. Was ist mit diesem Portugal falsch? Es ist so ein Kriegstreiber. Das gibt's doch wohl nicht. Oh mein Gott. Es ist ein unfassbarer Kriegstreiber. Warum hatte ich eigentlich immer noch gekonvoi-raided?
Die Briten überfallen Konvois. In Friedenszeiten. Ich versuche meine Konvois zu eskortieren. Ey, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die hier meine Konvois überfallen. Warum dürfen die das überhaupt? Argwöhnisch. Das habt ihr jetzt davon. Briten, ihr seid nun meine Rivalen. Dann verbessere ich meine Beziehungen zu Frankreich. Und, warte mal, irgendwas wollte ich noch gucken. Na, Marokko bin ich schon dabei. Algerien wollte ich, glaube ich, noch machen. Anuinische, okay. Irgendwo gab es so ein Event. Genau, jetzt ist irgendwas passiert. Die große Molasseflut. Ein Lagertank, der bis zum Anschlag voller Molasse für die Rumproduktion war, ist geplatzt und hat die Straßen im Industriegebiet von Brüssel überschwemmt. Dutzende Menschen getötet und hunderte von Unbeteiligten verletzt. Jemine. Ich kann jetzt nicht die Lebensmittelfabrik schließen. Wie kann es sein, dass diese Lebensmittelfabrik so dermaßen... Es fehlt halt 6000 Getreide. 6000. Ich muss hier noch mehr Leute in Lohn und Brot bringen. Und ich muss... Das wird jetzt richtig heftig, ey. Das wird richtig heftig. Also gut. Ich muss diesen Nahrungsmittelmangel auf dem Markt jetzt endgültig mal ausgleichen. So, die Beziehungen zu Frankreich sind jetzt schon herzlich. Verteidigungspakt werden sie nicht machen. Aber ich habe ja immer noch diesen Verteidigungspakt mit den Preußen. Beziehungsweise mit dem Norddeutschen Bund. Und einen Handelsvertrag. Tja. Das hier macht mich halt fertig, ne? Okay, also wie gesagt, wir haben jetzt hier fast genug Strom. Ich muss bloß gucken, dass hier auch noch meine Motorenwerke hier funktionieren, was einzig und allein an Kohle zu liegen scheint, dass die Dinger nicht gut laufen. Aber wir arbeiten ja gerade eben dabei, die hier nochmal um 2 Stufen auszubauen, wobei ich glaube, dass 2 Stufen einfach einen Tropfen auf einen heißen Stein hier darstellen. Und ich deswegen jetzt hier kurz nochmal die Reihenfolge ändern möchte. Dann haben wir nochmal ein paar, 2 Hirsefelder gemacht, aber wir machen jetzt auch die Kohledinger hier weiter. Wir machen auch zum Glück wieder Plus. Boah, wir haben jetzt schon einen BIP von 71,8 Millionen, ne? Wir sind teilweise dabei, jetzt mehr BIP als Russland zu haben. Ich weiß halt nur nicht, wie nah die Britisch-Indien an uns dran ist. Die Lebensstandards bei uns sind ziemlich gut. Sind nur ein bisschen schlechter als in Frankreich. Und sind ein bisschen schlechter als in Norddeutschland. Das ging ja schneller als gedacht. Okay, Auswirkungen auf die Besteuerung. Sehr niedrig und niedrig. Wir machen aber viel mehr Geld. Warum? Weil jetzt die Armen weniger zahlen und die Reichen viel mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja ein Game Changer, Freunde. So, das heißt jetzt, dass ich den Stahlskelettbau jetzt bringen kann. So, ich bringe jetzt tatsächlich den Stahlskelettbau. Und das hat jetzt hier nochmal unsere Bauproduktion verdoppelt. Verdoppelt, Freunde. Wir machen so viel Geld jetzt, das ist der Wahnsinn. Ja, also das war ja mal am Ende nochmal eine richtig geile Nummer. So, jetzt muss ich gucken, ne? Das ist jetzt alles hier wieder sehr, sehr teuer. Denn jetzt verbrauchen wir eine Menge Glas.
Und wir verbrauchen, glaube ich, jetzt auch eine Menge Stahl durch diese neue Baumethode. Wir verbrauchen jetzt halt 86.000 durch diesen Bau. Das Gute ist aber, das wird momentan alles aufgefangen. Alles. Durch den Investitionsfonds. Jetzt haben die USA Stress mit dem arkanischen Aufstand. Ja, ich erkläre auch hier meine Neutralität. So, wir werden jetzt unsere Schulden abbauen. Das ist der Plan. Und nicht nur das, Freunde. Wir werden jetzt auch noch mehr bauen. Wir haben einen gewaltigen Schritt nach vorne gerade eben getan. Der unsere Baubemühungen und damit die Eskalation unserer Wirtschaft noch weiter vorantreiben wird. Farbe übrigens gibt es auch einiges zu wenig, wie man sieht. Machen wir nochmal drei Farbfelder hier hin. Gummiplantagen bringen uns nicht wirklich viel, weil es einfach keine Nachfrage momentan gibt. Aber das wird sich vermutlich noch ändern. Oh, es kommen Norddeutsche zu uns. Ich habe vor, auch hier jetzt Hirsefelder zu errichten. 10 satte an der Zahl. Ich möchte einfach, dass die Nahrungsversorgung sich ändert. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Gesundheitssystem, nee, sozial. Da muss ich auch nochmal was machen. Ey, dieser Marktzugriff ist echt ätzend momentan. Ich glaube auch, dass ich meine Marine stärken muss. Dass ich im Zweifelsfall gegen diese Briten jetzt hier was machen kann. Wir haben einiges vor beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.